Tag, mein Name ist Yannick Metje und ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, bin im ersten Lehrjahr und wir befinden uns hier gerade in der Mikrowellenwerkstatt, wo Mikrowellenköpfe entwickelt und repariert werden. Und am Anfang der Ausbildung steht eine dreimonatige Grundausbildung in Metall in einer Kooperationswerkstatt und im zweiten Lehrjahr werden wir dann mehr auf die Programmierung eingehen. Das hat mein Kollege Torben, der ist schon soweit. Der hat auch eine Programmierung fertig und die gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir in der Elektrowerkstatt und ich übergebe an meinen Azubi-Kollegen Torben. Guten Tag, ich bin Torben Menzel. Ich bin der Auszubildende im zweiten Lehrjahr hier in der Elektrowerkstatt. Ich bin gerade dabei, eine Systemoptimierung durchzuführen für eine unserer selbstentwickelten Anlagen. Da seht ihr hier einen Schaltplan von Logo-Programmen. Wie dieser sich denn halt auf die Maschine auswirkt, können wir jetzt nochmal uns angucken. Wie ihr seht, sind wir nicht nur in der Lehrwerkstatt, sondern auch hier vor Ort. Hier vor Ort heißt, wir sind hier an der USW 3, an der Waschanlage für Gläser und bauen hier jetzt zur Erweiterung eine Kleinsteuerung an für ein weiteres Förderband. Ich mache meine Ausbildung bei Auer Lighting, weil es ein großes internationales Unternehmen ist und die Ausbildung hier sehr praxisnah und abwechslungsreich ist. Des Weiteren haben wir in der E-Werkstatt ein sehr gutes Betriebsklima. Wir werden in die meisten Projekte gut einbezogen und haben auch eigene Projekte. Und ich würde mich immer wieder bei Auer Lighting bewerben.